Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Die häufigste Krebsart bei Männern ist der Prostatakrebs. Und um diesen Krebs zu bekämpfen, haben die Ärzte früher die Prostatadrüse meistens komplett entfernt. Aber das muss nicht immer sein. Es gibt auch eine schonendere Methode. Und zwar ist das die HIFU-Technik, die im Grunde genommen einer Ultraschallbehandlung gleichkommt. Bei mir ist Dr. Dietrich Pfeiffer. Er ist Oberarzt der Urologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie gekommen sind, Herr Dr. Pfeiffer. Sehr gerne. Sagen Sie uns, HIFU, das klingt ja so asiatisch, aber das ist eine Abkürzung. Was heißt das denn? Das ist eine Abkürzung für den hochintensiven, fokussierten Ultraschall, also einen hochenergetischen Ultraschallstrahl, mit dem man Prostatagewebe zerstören kann. Wie funktioniert das? Die Behandlung wird vom Enddarm her vorgenommen. Ein Ultraschallstab wird praktisch in den Enddarm eingeschoben. In diesem Ultraschallstab werden Ultraschallwellen erzeugt. Jede einzelne für sich ist harmlos. Die überspringen die Darmwand und fokussieren sich in der Prostata. Und dort, wo der Fokuspunkt liegt, werden Temperaturen von 85 bis 100 Grad erzeugt. Im Prinzip ist es also eine Verbrennung des Tumors. Heißt das dann, dass Tumorzellen auf Hitze empfindlich reagieren oder sozusagen daran noch absterben? Im Allgemeinen reagiert alles lebende Gewebe auf Hitze empfindlich ab Temperaturen von über 40 Grad. Bei 85 bis 100 Grad ist mit einer sicheren Abtötung zu rechnen. Und wie muss ich mir das dann als Patient vorstellen, diese Behandlung? Was passiert da genau mit mir? Die Behandlung wird in Vollnarkose vorgenommen. Der Patient liegt auf der rechten Seite auf einem Bett. Und dann beginnt die Ultraschallbehandlung eben durch Einführen des Ultraschallstabs in den Enddarm. Vor dem Enddarm liegt die Prostata und dann werden halt peu à peu diese Ultraschallwellen erzeugt und 10-sekundenweise in den Körper geschickt. Und diese Behandlung dauert ungefähr 2 Stunden und danach sollte der gesamte Tumor abgetötet sein. Und ich stehe dann einfach auf und gehe dann wieder nach Hause? Nein, es ist eine stationäre Behandlung. Der Patient bleibt normalerweise 1 bis 2 Tage anschließend noch in der Klinik. Was wird denn aus den Zellen? Die Zellen sind halt abgetötet und werden zum Teil vom Körper aufgenommen, zum Teil aber auch in Form von Flocken über den Urin abgegeben. Diese Wundreinigung, das dauert schon 4 bis 6 Wochen, kann auch mal länger dauern, aber im Prinzip, wenn man dann später mal nach 3 Monaten schaut, wie ist die Prostata eigentlich, dann sieht man kaum noch was davon. Das heißt also, was die Wundreinigung nennt, ist der Abtransport? Der Abtransport abgetöteten Gewebes. Und das ist dann nicht so, dass ich den Krebs noch in mir trage, sondern ich kann eigentlich sagen, ich bin geheilt oder bin ich dann so dazwischen? Es kommt darauf an, welches Tumorstadium das ist. In frühen Tumorstadien ist die Chance, geheilt zu werden, auch auf längere Sicht, zum Beispiel 15 Jahre sowas in dem Dreh, bei über 90%. Ist der Tumor weiter fortgeschritten, kann es auch sein, dass diese Abtötung nicht sicher erfolgt. Man kontrolliert das über den PSA-Verlauf nach der Behandlung und man weiß, dass im Allgemeinen nach 8 bis 12 Wochen ein sehr tiefer Punkt erreicht wird des PSA-Wertes und an diesem tiefen Punkt, das sind bei 70% der Patienten unter 0,1 Nanogramm pro Milliliter, sollte der PSA-Wert eigentlich auch bleiben. Ja. Was ist denn der Vorteil gegenüber der bisher üblichen Behandlung, die Prostatadrüse zu entfernen, also rauszunehmen? Das ist halt ein Eingriff ohne Schnitt, ohne Blutverlust und kann deswegen auch Patienten zugemutet werden, die schon in etwas fortgeschrittenen Alter sind und denen man eine Operation nicht mehr zumuten möchte. Also sozusagen die Wundheilung bewältigen zu müssen, dass das Gewebe wieder zusammenwächst. Ganz genau, ja. Wahrscheinlich auch die Narkose. Die Narkose, den Blutverlust, das ist ja sehr wichtig bei älteren Patienten. Und auch der lange stationäre Aufenthalt verkürzt sich dramatisch auf 2 Tage gegenüber 10 Tagen bei der normalen Operation. Ja. Wie ist das denn eigentlich, was häufig bei Krebsarten gefürchtet wird, ist ja auch die Bestrahlung, die eventuell nötig ist oder eine Chemotherapie. Was hat das in diesem Fall mit HIFU zu tun? Die HIFU-Methode ist auch eine Alternative zur Bestrahlung. Wir sehen das sogar in erster Linie so als Urologen. Es ist praktisch die Bestrahlung in der Hand des Urologen. Ziel ist immer die Heilung des Patienten. Das heißt, eine weitere Behandlung sollte nicht mehr notwendig sein. Sei es eine Anschlussbestrahlung, sei es eine nochmalige Operation, sei es eine Chemotherapie zum Beispiel. Das heißt aber dann, dass es auch
ganz genau funktionieren muss und man jede Zelle erwischt haben muss, also Sie so als ist der das. Behandelnde. Das heißt, man braucht eine gewisse Vordiagnostik, man sollte sich ein präzises Bild davon machen, wie ausgeprägt der Tumor eigentlich ist. Und die Behandlung selber, diese HIFU-Behandlung, ist eine automatische, automatisierte Behandlung, man sagt auch Roboter-HIFU dazu. Das heißt, die Planung, die man da trifft, wird von dem Gerät millimetergenau verfolgt. Die Toleranz liegt bei plus minus einem Millimeter. Das hört sich jetzt so an, als wäre das in der Hand des Gerätes zu erkennen, wo der Ultraschallstrahl, also die Welle, drauf gerichtet werden muss und nicht in Ihrer Hand? Oder wie? Nein, der Operateur legt vorher die Behandlungsgrenzen fest. Die Behandlung sollte idealerweise über die gesamte Prostata erfolgen. Weil man Tumorzellen nicht im Einzelnen sehen kann. Also Ziel ist immer die Behandlung der gesamten Prostata. Da sagt man eben, ich behandle von diesem Punkt zum nächsten Punkt und in der Breite von der einen Seite zur anderen Seite und lege ganz genau fest, so soll diese Behandlung erfolgen. Und dann drücke ich auf den Knopf und dann fährt der Ultraschallstab aus und führt die Behandlung unter Kontrolle des Operateurs, da gibt es eben die Möglichkeit der Echtzeitverfolgung der Therapie, führt das Gerät diese Behandlung automatisch durch. Und die Eingrenzung, das Areal sozusagen, die Eingrenzung, nehmen Sie die optisch durch dasselbe Gerät vor? In dem Behandlungsschallkopf ist ein Sichtultraschall integriert. Das ist eben das Geniale an dieser Methode. Man kann sehen, was man tut und man kann gleichzeitig behandeln. Wenn man das jetzt so hört, könnte ich mir vorstellen, dass viele Patienten sagen, das möchte ich auch. Kommt das denn für jeden in Frage? Das kommt für etwa 70% der Patienten in Frage. Es hängt eben davon ab, wie ausgeprägt der Tumor ist. Grob gesagt kann man sagen, ist der PSA-Wert nicht höher als 20, ist die Feinstruktur des Prostatakrebses nicht zu aggressiv und ist der Tastbefund, den der Urologe ja vorher erhebt, weist der Tastbefund darauf hin, dass der Tumor in der Prostata begrenzt ist. Man kann auch noch eine Kernspintomographie dazu machen, um zu sehen, ist es wirklich begrenzt. Dann kann man diese HIFU-Methode gut durchführen. Das trifft ungefähr 70-80% der Patienten. Und diese 70-80% der Männer, an denen Sie das dann anwenden können, müssen die sich Sorgen machen um eventuelle Nebenwirkungen? Jede Behandlungsmethode hat Nebenwirkungen, ob groß oder klein. Wir betrachten ja die HIFU-Methode als eine eine Methode, die nicht so aggressiv und nicht so invasiv ist wie die Operation. Aber auch diese kleineren Behandlungseingriffe haben Nebenwirkungen. Dazu zählt in erster Linie, dass die Wundreinigung nicht so gut erfolgt. Patienten haben nach der Behandlung über einige Zeit Harndrang. Das kann man mit Medikamenten gut kopieren. Es gibt Hämorrhoidalbeschwerden. Es gibt manche Patienten berichten, dass sie wie auf einem Apfel sitzen, denn die Prostata sitzt ja direkt am Damm. Aber das sind alles vorübergehende Beschwerden. Die wirklich gravierenden Komplikationen, wie die große Inkontinenz, also dass man praktisch überhaupt den Urin nicht mehr halten kann, oder die Erektionsstörungen, die sind doch deutlich seltener, als man die erwarten würde. Die Inkontinenz liegt bei ungefähr 4-7%. Das ist vergleichbar mit einer nervschonend durchgeführten radikalen Prostatektomie. Die Erektion, die Versteifung des Penis, kann nach der Behandlung erhalten werden, manchmal auch mit Hilfe von Medikamenten. Liegt so Viagra ungefähr. Zum Beispiel auch. Viagra zum Beispiel liegt ungefähr bei 60%. Und wie gesagt, es gibt keinen Blutverlust dabei. Und die schlimmste Komplikation wäre natürlich, dass man aus Versehen ein Loch in den Darm brennt. Die ist sehr, sehr gering, liegt bei deutlich unter 1%. Und die Erektionsstörung oder auch die Inkontinenz, wodurch entstehen die dann bei dieser HIFU-Behandlung? Was passiert dann? Zwei Dinge muss man als Behandler wissen. Die Prostata sitzt praktisch direkt dem Schließmuskel auf. Den Blasenschließmuskel. Den Beckenbodenschließmuskel. Ja, ja. Wenn ich nicht einen gewissen Abstand halte vom Beckenboden, dann verbrenne ich praktisch den Beckenboden und damit kommt es zur Inkontinenz. Das Zweite, was hatten Sie gefragt? Das Zweite war die Frage der Erektion. Links und rechts der Prostata verlaufen die Nerven, die die Versteifung des Penis steuern. Das sind spezielle Nerven, Eingeweidenerven, die sind sehr hitzeempfindlich.
Auch da muss ich darauf achten, dass ich ein Stück von diesen Nerven wegbleibe, denn sonst würden sie automatisch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das heißt, ich muss dann sozusagen einen kleinen seitlichen Saum der Prostata aus der Behandlung aussparen. Ja, das ist schon wichtig auch für die Patienten zu wissen, denn viele in dem Alter, in dem solche Prostatabeschwerden auftreten, Prostatakrebs, fühlen sich ja noch sehr jung. Richtig. Und aktiv. Und gerade heute spielt das eine große Rolle. Man sagt, spricht ja auch von den jungen, alten Patienten. In Wirklichkeit sind sie also biologisch doch deutlich jünger, als es vor 30, 40 Jahren der Fall war. Wie alt sind normalerweise Patienten, die von Prostatakrebs betroffen sind? Ab dem 50. Lebensjahr nimmt die Häufigkeit deutlich zu. Es gibt aber auch schon bei 45- bis 40-jährigen Patienten Prostatakrebs. Deswegen wird auch empfohlen, den PSA-Wert schon ab dem 45. Lebensjahr zu kontrollieren. Bei Patienten, die auch noch eine familiäre Häufung haben, das heißt, bei denen in der Familie schon häufiger mal ein Prostatakrebs aufgetreten sind, sollten das sogar schon ab dem 40. Lebensjahr machen. Damit sprechen Sie jetzt die Früherkennung an. Richtig. Das ist ja je von Krebsart zu Krebsart sehr unterschiedlich, wie viel die Früherkennung bewirken kann. Wie ist das denn beim Prostatakrebs? Der Mann hat da einen großen Vorteil durch die PSA-Früherkennung. Also durch diesen Blutwert? Der Blutwert, der sehr frühzeitig auf einen Krebs anspringt, also steigt, wenn er auch nicht hundertprozentig spezifisch ist. Der PSA-Wert steigt im Laufe des Lebens langsam an. Also sagen wir bei einem 40-, 45-Jährigen liegt er bei 2,5 als Grenzwert. Alles, was da drüber ist, muss einen Urologen darauf hinweisen, da könnte was sein. Man muss dann natürlich mehrfache Bestimmungen machen, um wirklich sicher zu sein, ist das nicht eine einmalige Schwankung, die auch durch Entzündungen zum Beispiel kommen kann. Und dann steigt der PSA-Wert mit dem Alter allmählich an. Man kann aber generell sagen, ab einem PSA-Wert von über 4 bis 10, der sich auch bei wiederholter Bestimmung bestätigt, sollte man dann zu einer weiteren Maßnahme greifen, nämlich der Prostatabiopsie, die man heute üblicherweise unter Ultraschallsicht ebenfalls durchführt. Und da kann auch nicht so passieren, wie es bei Biopsien oft befürchtet wird, dass man dadurch erst etwas anrichten kann? Sie meinen eine Verschwemmung, Verstreuung von Tumorzellen, das Risiko ist vernachlässigbar. Ja. Nicht jeder geht ja gerne zum Arzt und die Frage ist ja oft, merke ich das nicht womöglich selbst, dass ich etwas habe? Also muss ich es wirklich kontrollieren lassen durch einen Bluttest oder merke ich nicht vielleicht, dass da was sein könnte dadurch, dass ich eine Verdickung der Prostata habe? Aber das wiederum ist ja etwas, was bei vielen Männern auch gutartig einfach nur im Laufe des Lebens entsteht, richtig, oder? Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man einen Krebs selber spüren kann. Wenn man ihn spürt, ist es meist schon sehr spät. Und das, was man bei der Prostata spürt, sind meist gutartige Vergrößerungen, die mit dem Krebs erstmal nichts zu tun haben. Ja. Und je früher man dann eventuelle Krebszellen im Körper entdecken lässt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch die HIFU-Methode dann wahrscheinlich anzuwenden, oder? Es gibt verschiedene Methoden, die durch die Früherkennung möglich gemacht worden sind. Im Allgemeinen kann man sagen, heute werden Prostatakrebse in frühen Stadien weitaus häufiger erkannt als früher. Und damit erweitert sich auch das Spektrum der Therapiemöglichkeiten. Manche Krebse muss man zunächst auch nicht unbedingt gleich behandeln. Man kann sich für die aktive Überwachung entscheiden. Dabei geht es dann darum, dass man in regelmäßigen Abständen den PSA-Wert kontrolliert, in regelmäßigen Abständen auch Biopsien wiederholt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man anhand der Biopsien sehen kann, ob sich die Feinstruktur des Krebses hin zum mehr Bösartigen verändert und ob auch das Tumorvolumen deutlich zunimmt. Wenn man also sozusagen mit kontinuierlichen PSA-Messungen einverstanden ist und wiederholten Biopsien, dann kann man auch bei ganz frühen Stadien, meinetwegen bei Tumoren, bei denen nur 2 von 10 bis 12 Biopsien positiv waren, dann kann man bei solchen Tumoren erstmal sich zurücklehnen und sagen, ich muss nicht sofort operiert werden, ich kann erstmal abwarten. Wenn man das nicht möchte oder der Tumor doch etwas weiter fortgeschritten ist, aber sich noch in der Prostatadrüse befindet, dann kann man eben verschiedene Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Dazu gehört die Operation, dazu gehört die HIFU-Methode ganz sicher und dazu gehören natürlich auch die Formen der Bestrahlung, die externe Bestrahlung, die heute allerdings mit wesentlich höheren Strahlendosen vorgenommen wird.
und auch die sogenannte Brachytherapie in verschiedenen Formen, bei denen sozusagen die Strahlendosis dadurch erhöht wird, dass man zum Beispiel radioaktive Stäbchen in die Prostata einpflanzt. Sowas. Vielen Dank. Es gibt also eine Menge Methoden, mit denen man dem Prostatakrebs begegnen kann. So ist es. Vielen Dank für die interessanten Informationen und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund. Ja.